Willkommen zurück zu Bowsers nicht mehr Fury, denn der wurde im letzten Part geschlagen, ist wieder zur Vernunft gekommen, zumindest insofern das auf Bowser überhaupt jemals zutrifft. Allerdings habe ich erst 50 von 100 Insignien insgesamt. Das heißt, es gibt noch einiges zu entdecken und um was es sich dabei genau handelt, das finden wir jetzt heraus. Auf geht's, mit Hilfe von Bowser Jr. Und Wut-Bowser nehme ich mal an, dass der wieder zurück ist, denn sonst könnte es ein bisschen schwierig werden, die ganzen Wutblöcke und dergleichen zu zerstören. Aber scheinbar dauert das eine Weile, bis er wieder, bis er wieder auf Betriebstemperatur kommt. Aha. Oh. Extra Zwischensequenz. Papa und ich hatten vor, zusammen einen spaßigen Tag hier am See zu verbringen. Aber dann ist er so riesig und böse geworden. Ich habe auf der Karte mehrere Stellen markiert, wo noch weitere Katzeninsignien versteckt sein könnten. Lass uns alle finden und Papa zurückverwandeln. Moment, wenn er sagt zurückverwandeln, meint er dann von Normal-Bowser zurück zu Wut-Bowser? Zuzutrauen wäre es ihm. Ach, sieh mal an. Hier gibt es jetzt sogar noch zusätzliche Indikatoren, wo man hin kann. Ausgegraute, was auch immer die bedeuten mag. Hör doch mal, Mario. Weil du mir hilfst, will ich dasselbe für dich tun. Wenn du eine andere Insel besuchen möchtest, zeig einfach auf der Karte darauf und drück A. Ich kann uns dann durch Warpen direkt dorthin bringen. Ah, da ist sie, die Schnellreisefunktion, die ich mir gewünscht habe. Und ich weiß, Junior hat gerade ein bisschen seinen inneren Toad raushängen lassen. Aber das hat hier gerade vibriert. Das hatte ich irgendwie noch nie. Oder ich habe nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall bin ich jetzt... Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ganz am Anfang? Da, wo das Abenteuer losging? Aber hallo. Auftakt-Eiland und hier gibt es sogar noch was zu finden. Oh, das ist... Wie kommt mir das so vor, als wäre das ewig her? Dabei waren es ja nur 6 Parts. Hier sieht man überhaupt nichts. Hier sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So ist das. Hm, die Musik. Hier ist immer noch sehr viel schwarze Grütze. Es gibt also noch was zu erledigen. Mal kurz die Aussicht genießen, das hat man vorhin während der Sequenz schon gesehen, dass hier oben eine Münze ist. Und davon hat es hier offensichtlich noch mehr. Was allerdings nicht der Stern ist, den ich angezeigt bekomme. Das ist mir jetzt aber ehrlich gesagt mal wurscht. Ist mir schon das ganze Let's Play über wurscht. Wer ist das denn? Toadette? Captain Toadette? Und ich muss ihre Freunde suchen? Das sind sogar die richtigen aus Super Mario Galaxy. Der gesamte Trupp. Lustig. Ja, dann, ich halte mal die Augen offen, ja, auch wenn ich jetzt nicht speziell nach denen suche. Die kriegen das bestimmt auch selbst hin. Mhm. Wo war denn jetzt die Münze, die ich vorhin gesehen habe? Die war auf so einem Balken. Ja, genau da oben. Die ist ja gut versteckt. Wenn man die nicht aus der Entfernung schon sieht. Münze Nummer 2. Echt jetzt? Wisst ihr was? Ich teste jetzt mal kurz eine Sache. Und zwar, wenn ich das Bowser-Amiibo... kann ich das einfach so hier draufhalten? Weil normalerweise muss man ja vorher immer das Amiibo-Menü aktivieren. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Was man dafür machen muss. Damit das geht. Eine der Steuerkreuztasten... Ach, das ist ein Shortcut zur Karte nach rechts. Ja, das ist auch nicht schlecht zu wissen. Ja, dann muss ich mich da, glaube ich, nochmal schlau machen. Ich weiß jetzt nicht auf Anhieb, wie man das benutzt. Da ist ein Graffiti. Ist das das, was ich suche? Guck dir das mal an, Junior, während ich dich vor hässlichen Katzen beschütze. Ja? Ja, bitteschön. Das ist eindeutig für dich gemacht. Er will nur nicht. Male! Jetzt! Ja, ist halt ein bisschen schwer vom Begriff. Oha! Ja, also das sieht doch schon wesentlich besser aus, als das, was er sonst so kritzelt. Die Graffiti des... Die Graffiti? Heißt, es gibt mehrere davon? Wieso ist in diesem Spiel alles so komisch benannt? Wer war hier für die Übersetzung zuständig? Da hat sich einer...
sehr viel Freiheiten erlaubt. Hatte einfach jemand Spaß. Kann man ihm das missgönnen? Ich hoffe nicht. Aha. Was glänzt da hinten schon wieder? Das ist neu. Das ist eine Art Münze mit einem Cheep-Cheep drauf? Oder ein Hühnchen? Für mich sah es aus wie ein Hühnchen. Vielleicht habe ich auch einfach nur zu viel Hunger. Hier gibt es noch ganze 3 Insignien, wie man an den Löchern erkennen kann. Und da das Eiland hier zu Ende ist, müsste der Rest eigentlich auch irgendwo hier zu finden sein. Wo haben sie denn die Münzen versteckt? Da unten! In dieser gestrandeten Fregatte. Aha. Die mittlere fehlt mir. Ich steig mal schnell auf Plessy auf. Weil eigentlich hatte ich nicht vor, jetzt hier ins Wasser zu gehen und zu baden. Feuer! Oh, das war der Geschwindigkeitsboost. Den habe ich letztes Mal irgendwie nicht hingekriegt. Wisst ihr, was cool wäre? Wenn es noch ein Amiibo gäbe, mit dem man sich so Münzen anzeigen lassen kann. Wäre das praktisch? Also die da oben drauf, das war die zweite. Vielleicht ist die Münze ja auch hier drin und gar keine Insignie. Ach, man muss gedrückt halten. Steuerkreuz nach links. Dann kann man ein Amiibo draufsetzen. Und es funktioniert! Mit Hilfe des Bowser-Amiibo wird Bowser sofort wütend. Sein eigenes Spiegelbild kann er nicht ertragen. Perfekt. Die Frage ist nur, in was für einem... Holla, in was für einem Zustand befindet er sich? Der Himmel ist normal. Und ich schaff's mal wieder nicht, ihn ins Bild zu kriegen. Hier ist er. Ich duck mich, ja? Okay, es ist doch nur eine Insignie. Alles klar. Aber ist eigentlich immer der Fall bei den Wutblöcken. So, jetzt wird er zurückgetrieben. Das ist sehr interessant, wie sich die Umgebung verändert. Zusätzliche Plattformen und so ein Stuff. Vielleicht ist das ja sogar wichtig. Tja, hat mir jetzt leider nicht geholfen. Bei der Suche nach der letzten Münze. Ich meine, dieses Gebiet ist ja jetzt wirklich nicht groß. Sie muss sich hinter irgendwas befinden. Irgendwo versteckt, hinter einem Baum oder was auch immer. Es muss ja einen Grund dafür geben, dass ich die nirgendwo aus der Entfernung sehen kann. Hier drüben war ich eigentlich auch schon überall. Oder geht's da drunter? Sieht nicht so aus. Da ist eine Lücke. Da ist sie, da ist sie. Wow. Da muss man aber echt hin, sonst sieht man das nicht. Fies. Fiese Sache. Das ist Nummer 4. Und dann nutze ich gerade mal schnell unseren auch fälligen Begleiter in diesem Fall. Um kurz rauszugehen und anschließend wieder rein. Ach, Plessy ist drauf abgebildet. Sorry, dass ich dich als Hühnchen bezeichnet habe. Keine Nachricht, worum es sich dabei handelt. Da drüben ist auf jeden Fall noch mehr davon. Ah, eine Zeit-Challenge. Alles klar. Ich verstehe. Tatsächlich neue Sachen. Beziehungsweise, keine Ahnung, ob man die vorher schon hätte machen können. Doing. Was gibt's noch zu tun? Nix. Mir wird's nicht angezeigt. Das ist traurig. Naja, hat wahrscheinlich was mit Kapitänin Toadette zu tun. Ich fühle mich genauso lost wie am Anfang des Spiels, weil ich echt keinen Plan habe. Ich dachte, ich hätte das Spiel jetzt einigermaßen gecheckt. Irgendwie wohl doch nicht. So, das gibt so einen Strahl, ne? Ja. Der zeigt einem an, wo man als nächstes hin soll. Ich habe keine Zeit für euch, Kätzchen. Oh, das ist aber weit. Plessy? Zum Glück ist er da. Ich werfe ihn zum Dank mit einem Panzer ab. Nein! Ich will es nicht nochmal von vorne machen. Ich hoffe, es sind nur 5 Stück und nicht 10.012. Nicht in die Grütze. Nice! Plessy-Medaillen-Sammelfieber. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auch nicht die letzte war.
Jetzt möchte ich mal kurz die Schnellreisefunktion ausprobieren. Schmusekatzensee. Was hat er gesagt? Zu einem der... Hätte ich ihm mal besser zugehört. Das funktioniert nicht. Ach, jetzt auf einmal. Was habe ich ausgewählt? Es gehen nur die, die schwarz umrandet sind. Ich glaube, so ist das gedacht. Die Samtpfotenküste habe ich aber schon vollständig. Das heißt, die habe ich überhaupt nichts mehr verloren. Wieso war ich denn hier noch nicht? Das ist eine Frage, die ich sehr gerne beantwortet haben würde. Nur, ich habe wahnsinnig Probleme, mich zu orientieren, weil ich sehe auf der Karte zwar, wo ich hin muss, aber jetzt hier. Ja, wo, in welche Richtung ist das? Wo ist Norden? Wo ist Süden? Ich habe keinen Plan. Ich würde alles geben für eine Minimap. Aber ich glaube, hier bin ich zumindest in der richtigen Richtung unterwegs. Das ist wahrscheinlich die da drüben. Und wenn nicht, dann hole ich sie mir jetzt trotzdem irgendwie. Obwohl ich mir das kompliziert vorstelle. Oh, die Wutblöcke. Wollte ich die nicht schon vor 4 Parts mal irgendwann kaputt machen? Das mache ich jetzt auch. Genau dafür ist das Amiibo halt perfekt. Weil sonst musst du hier ewig warten. Da ist er auch schon. Jetzt steht er aber wieder nicht da, wo ich ihn haben will. Genau wie beim letzten Mal. Ne? Bowsi? Kooperationsunwillig wie eh und je. Die Gigaglocke ist auch frei. Das heißt, man könnte ihn einfach so besiegen. Aha! Endlich! Nach all der Zeit. Und damit ist dieses Gebiet ebenfalls vollständig. Wenn ich mir die Karte angucke, ne? Tausende von Ausrufezeichen. Dingelingeling. Was passiert wohl, wenn man Wut-Bowser besiegt? Ich wüsste nicht, was ich davon habe. Vielleicht kriege ich dann die 5 Insignien, die mir da angezeigt wurden. Einmal rundum gucken. Plessi, warum tauchst du jetzt da hinten auf? Kannst du nicht lieber hier auftauchen? Kann er. Braves Viech. Das geht nicht in die Richtung, die ich gehofft habe. Ich hatte gedacht, vielleicht hat es was mit der Insignie zu tun, die da über dieser schwarzen Grütze hängt. Das wäre doch jetzt praktisch gewesen. Hui! Da oben? Und jetzt da hinten? Gut, dass er stehen geblieben ist. Denn das ist wirklich nicht ohne seine Hilfe zu schaffen. Ob die wohl dann auch noch auf Zeit ist, die Insignie einzusammeln? Plessi Medaillenjagd. Kein Sammelfieber mehr. Ja, das Ding gibt mir schon einigermaßen Rätsel auf. Wie man sich das holen soll. Eine Möglichkeit wäre, zur Propellerfestung zu gehen, sich da so einen Propellerhut zu holen. Und dann wieder hierher und das zu machen. Aber irgendwie... Ich versuch's... irgendwie mal so. Ja, das hat ja... Aua. Ja, das muss ich bitter bezahlen. Ekelhaft, diese Grütze. Ja gut, dann soll man wahrscheinlich von da oben darunter springen, oder? Könnte ich mal probieren. Ist bestimmt nicht verkehrt. Kann ich über Wasser laufen? Yes! Mario ist Jesus confirmed. Oh, hier gibt's neue Sachen. Boing Boing Insel, endlich! Ich dachte schon, ich komme niemals hierher. Wie habe ich das überhaupt geschafft, das auszulassen? Ja, jetzt kommt er natürlich von alleine. War klar. Wow. Ihr bewacht schon wieder Münzen. Ja, das mache ich echt am wenigsten gern. Ist jetzt nicht so, dass ich es überhaupt nicht mag, aber... Ja. Ist irgendwie stressig, die Münzen zu sammeln. Plus, es kommt halt so häufig vor. In jedem Gebiet einmal. Das hätte es ehrlich gesagt nicht gebraucht. Machen wir das hier mit Bowsi zusammen. Das hört sich gut an. Ich habe keine Ahnung, wo der Kollege schon wieder ist. Aber solange er an mir vorbeischießt, stört mich das nicht. Ey! Ich kann auch Boomerangs schießen. Und ich bin sogar um einiges besser darin als ihr. Haha! Loser! Oh! Hallöchen. Das ist halt echt so, ne? Kann man nicht drauf achten. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Leuchtturm erstrahlen lassen. Klingt nach einem Plan.
Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Vermutlich. Wow! Jetzt weiß ich, warum die Insel so heißt. Ach komm, im Leben nicht. Ich meine, im Leben nicht. Nehmt das. Duck mich weg. Boing, boing und Bumerang. Oh, das hat er geschafft. Es war nicht einfach, aber er hat es hingekriegt. Noch so ein riesiges Ding. Guter Überblick. Und ich sehe gerade, diese Münze kann man sich entweder holen, während Wutbowser am Start ist oder mit dem Bumerang. Aber das fährt aus, das ist ja witzig. Das ist ein cooles Hindernis. Das gab es in der Form auch nicht in Mario 3D World. Also die Plattform natürlich schon, aber der Rest nicht. Ah. Ach, diesmal ist der Himmel rot verfärbt. Möglicherweise ist das ja random, in welchem Zustand er jetzt auftaucht. Ja, in Ordnung. So kann man es natürlich auch machen. Jetzt weiß ich, wie ich da hinkomme. Dann mache ich es vielleicht auch gleich. Nee, anderes. Wie kann man denn eigentlich... Ach, immer das Letzte ist ausgewählt. Und wenn man das dann nochmal auswählt im Schnellmodus, dann kommt das einem entgegengeflogen. Ist ja nicht so, dass das schon der 7. Part ist und ich immer noch nicht weiß, wie das Spiel funktioniert. Auf geht's, Katzen-Mario. Ja, so einfach kann es sein. Man muss erst die Boing-Boing-Insel machen, damit sich das schwarze Zeug auflöst. Und zurück. Diese Röhre, ist die neu, ist die alt? Sieht so aus, als ob sich alle Fragezeichen in Kritzeleien verwandelt hätten, die man jetzt ausmalen kann. Oh, herrlich. Das müsste doch eigentlich reichen für ein neues Power-Up, oder? Ja, da ist es auch schon. Bisschen karg, was die Inneneinrichtung angeht. Aber ansonsten natürlich sehr hübsch. Flupp. Kriege ich kein neues, keine neue Aufgabe? Bin ich noch nicht richtig? Muss ich erst noch weiter zurück? Oder tiefer hinein? Eins von beidem. Erfahren Sie es demnächst. Wo sind die? Dieser Katzen... hier ist das Katzentor. Ich krieg trotzdem keine neue Aufgabe. Jetzt! Gegen die Zeit. Springen. Hoch und schnell. Aha. Da bin ich doch eigentlich prädestiniert für. Alles klar. Bestimmt hat man nur 10 Sekunden. 20? Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sag: Null Probleme. Boing. Vor allem mit dem Katzenanzug. Guckt euch das an. Wie mir der hier überhaupt nichts hilft. Ein bisschen. Kleines bisschen. Mhm. Wie ich einfach dachte, die Boing-Boing-Insel wäre nur... Keine Ahnung, ich habe mir nichts drunter vorgestellt. Ein einzelnes Trampolin oder sowas. Dabei ist das ein eigenständiges Gebiet. Na, guckt mal an. Die Münze ist ja nice versteckt. Es ist die letzte. Komm. Abgang. Und da drüben sehe ich direkt noch eine. Dann sollte ich mir die vielleicht krallen. Nicht knallen. Genug Explosionen. Nee. Katze ist besser. Mit dem Bumerang komme ich ja niemals hier hoch. Hier ist sehr viel Raum. Bowser Juniors Schatten teleportiert sich einmal nach unten. Und in den Zwischenräumen können sie natürlich auch sehr gut immer was verstecken. Die mittlere fehlt mir jedenfalls noch. Jetzt fängt er hier an zu rutschen. Hier? Nein? Da hätte ich sie jetzt versteckt. Wenn ich so ein Entwickler gewesen wäre. Aber da ist sie doch. Ich halte mich mal kurz hier fest. Oh, das geht nicht? Ist ja richtig beliebt. Wo ist das Ding? Das wäre geschafft. Mhm. Und da Plessy sich eigentlich direkt unter mir befinden müsste, kann ich den gerade mal schnell dazu nutzen, einen kurzen Bogen zu fahren. Und zurück. Haja! Oh ja, man muss sehr, sehr spät springen. Dann kriegt man diesen Boost.
Kein Hinweis? Genau wie im Anfangseiland. Jetzt lassen Sie es nicht mehr springen. Mano. Woher soll ich denn dann wissen, was ich machen muss? Ist ja unmöglich. Dann gehe ich halt. Wenn man mich hier nicht willkommen heißt. Ich habe überhaupt kein Verständnis für das da drüben. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das auch noch nicht vollständig gemacht habe. Vielleicht kriege ich da ja einen Hinweis, was ich tun muss. Guten Tag. Ah. Erstmal nach oben gehen. Das Katzentor war weiter oben. Wäre mir zwar neu, dass man jedes Mal erst durch das Katzentor laufen muss, aber was ist mir nicht neu? Das ist die andere Frage. Aha, der Schlüssel zum Katzenkäfig. Yes! Ich hatte gehofft, dass es noch mehr davon gibt. Die finde ich echt super nice. So einen Schlüssel holen und wieder zurücktragen. Sieht mir ehrlich gesagt danach aus, als würde ich gern so einen Schuh mitnehmen. Mhm. Merci beaucoup. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich das jetzt hier mache und anschließend wieder zurückfahre. Oh, die armen Mäuse in ihren Hamsterrädern. Ah ja! Sich hier zu halten, das ist eine Herausforderung für sich. Sieht auch irgendwie super merkwürdig aus. Da ist er! Ich kann ihn nicht aufnehmen. Klassische Variante. Das ist super lustig. Das Spiel haut einem einfach den Propeller vom Kopf, wenn man ansonsten den Schlüssel nicht tragen kann. Darf ich den Knopf loslassen? Darf ich. Muss mal kurz... Aha. Er bleibt liegen. Also er bounced dann nicht noch weiter weg. Bin ich hier überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich hoffe es doch. Wenn ich hier nämlich falsch bin, dann zerknödelt mich jetzt Bowser in seiner Wutform. Ach, guck mal hier. Die Hieroglyphen erzählen die Geschichte. Riesiger Katzengott mit der Gigaglocke, Insignien, Leuchtturm. Das ist sehr witzig. Schneller! Wenn er jetzt hier einen Strahl verschießt, kann ich dem nichts entgegensetzen. Ah, oh, Gott sei Dank hat er daneben geworfen. geschossen, meine ich. Wurde Junior erwischt? Tja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wo ist der Typ? Einmal kurz die Kamera nachjustieren. Mhm. Weiter geht's. Das finde ich eine super Idee. Diesen Weg jetzt manuell zurücklaufen zu müssen. Ah, ich krieg sogar noch eine Münzenspur. Wie nett. Er hat sie von selbst aufgelöst. Übers Geländer. Yes! Oh, das hat Spaß gemacht. Das ist eine meiner Lieblingsinsignien. Auf Anhieb. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Hier in den Schlitterhügeln? Schon wieder vergessen, wie sie heißen. Auf jeden Fall dürfte das auch diesen Leuchtturm mit einer wunderschönen Fahne ausstatten. Und das, obwohl er gar nichts getrunken hat. Und, ja, weiß auch nicht. Würde ich mal sagen, beende diesen Part an dieser Stelle. Nächstes Mal geht's vermutlich genauso chaotisch weiter. Aber ich gebe mein Bestes, alle Gebiete zu vervollständigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne. Ciao.